Wenn ich etwas lieben gelernt habe in Berlin, dann ist es die große Auswahl an internationaler Küche und unter anderem auch orientalisch. Viel orientalisch und deswegen gibt es heute Hummus. Fangen wir direkt mit meiner Variation des Rezepts an. Ich bin da nämlich so ein kleiner Purist, ähnlich wie bei Guacamole. Das heißt, bei mir kommen nur Kichererbsen, Tahin, das ist eine Sesampaste, und Limetten rein und ein kleines bisschen Olivenöl. Und das geht super fix, deswegen fangen wir gleich an. Erstmal Kichererbsen absieben. Und hauen uns das direkt in den Multizerkleinerer. So, als nächstes brauchen wir Tahin in etwa 2 Esslöffel. Ihr könntet prinzipiell Sesampaste weglassen, wenn ihr wolltet, aber sie ist sehr, sehr lecker, also empfehle ich euch, macht sie rein. Also in etwa 2 Esslöffel und für mich ein extra Schuss. Und zu guter Letzt brauchen wir noch ein bisschen Limette. Am besten ihr dreht die, also rollt die und drückt die so ein bisschen auf dem Brettchen. Dann lösen sich die Säfte und ihr könnt es leichter auspressen. Zack, und einfach rein. Und zum Schluss einen kleinen Schuss Olivenöl. Und wenn ihr merkt, wenn wir das Ganze jetzt zerkleinern, das Ganze wird zu dickflüssig oder flüssig, also das Gegenteil, könnt ihr entweder ein bisschen Wasser dazu machen oder wenn ihr es doch ein bisschen dickflüssiger haben wollt, ein bisschen mehr von der Tahinsoße. Ein bisschen Salz darf auch nicht fehlen. Draufsetzen und an. Jo, das war's schon. Zack. Schön limettig. Jetzt können wir das Ganze abfüllen und dann ist die erste Variation des Ganzen und fertig. So, fertig. Variation 1, vorbei. Ging schnell. Variation 2 ist mit Rote Beete und habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Deswegen wird das ganz spannend, weil ich keine Ahnung habe, wie es am Ende schmeckt. Wir finden das jetzt zusammen quasi heraus. Was brauchen wir dafür? Kichererbsen, Rote Beete, das ist jetzt gekochte. Ihr könnt aber auch frische nehmen, aber dann müsst ihr die vorher kochen und schälen. Also nicht vergessen, sonst habt ihr Rohkost-Hummus. Eine Knoblauchzehe, keine Knolle, Zitrone, Kreuzkümmel und wieder Tahin. Dann nehmen wir uns die Rote Beete und würfeln die so ein bisschen vor. Die Tahinsoße, wieder 2 Esslöffel in etwa voll. So, jetzt brauchen wir noch eine Knoblauchzehe. Und schneiden die auch. Und Kreuzkümmel. Nehmt nicht zu viel, sondern würzt lieber noch mal ein bisschen danach nach. Und Zitrone. Es fehlt noch Salz. Und 3 Esslöffel voll Olivenöl. So, jetzt habe ich aber alles. Macht es klein. Sieht fast aus wie der Bärensmoothie von Feli, nur mit Rote Beete. Kann ich noch mehr? Geil! Fertig ist das Ganze! Hat doch ein bisschen was von Erdbeereis so, oder ein Erdbeersorbet. Wenn ihr Kinder habt und ihr wollt ihnen Rote Beete unterjubeln, dann sagt doch, ihr habt ein Sorbet gemacht. Könnte ja funktionieren, ihr könnt es ja ausprobieren. Könnt mir ja schreiben, ob es funktioniert hat. Fertig! Variation Nummer 3 und zwar Kräuterhummus. Dafür brauchen wir Petersilie und Koriander noch dazu. Kichererbsen, Tahin, Olivenöl, Zitronen, Knoblauch, Salz, Tahinsoße, Saft einer halben Zitrone, eine Knoblauchzehe, Olivenöl. Bisher ist das alles sehr simultan zu den vorherigen Sachen. Jetzt kommen aber unsere Kräuter mit ins Spiel. Unten die Enden einmal abschneiden. Den ganzen Rest, den verwenden wir so klein hacken. Nicht jeder mag Koriander, weil es so ein bisschen, ja, seifig schmeckt. Also es hat so diesen Touch davon. Und ich fahre da ziemlich drauf ab. Jetzt zerhacken wir erstmal das hier, was wir hier haben. Mixer, tu dein Werk! Und jetzt hauen wir unsere ganzen Kräuter mal rein. Nicht so hoch die Stufe. Jo! Hat ein bisschen was durch die Petersilie und den Koriander, so ein bisschen was vom Pesto, lustigerweise. Das ist cool. Fertig! Das waren alle 3 Variationen. Auf zum Probieren! Und jetzt fangen wir der Reihe nach an. Das Klassische. Rote Beete. Kräuter. Auch hier muss man immer drauf achten. Alte Faustregel. Hummus immer doppelt so dick wie das Fladenbrot, sonst macht es keinen Spaß. Alle 3
sind super geil, um es auf eine Grillparty oder sonst irgendwo mitzubringen, geht super schnell, ist einfach und sieht beeindruckend aus. So ein farbenfrohes Gericht. Kocht das gerne mal nach und schickt mir Bilder mit dem Hashtag YamTamTam über Twitter, über Instagram. Und wenn ihr kein Rezept mehr verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. Das war's und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!